Hallöchen, ich habe heute mal einen ganz anderen Haul. Ihr habt es bestimmt schon unten gelesen. Und zwar geht es heute mal um Sensi. Ich war vor Jahren schon mal total begeistert. Das hat dann irgendwie, kann gar nicht richtig sagen, warum, habe ich da wieder aufgehört, es zu benutzen, obwohl ich die Sachen auch daheim hatte. Ich kann es gar nicht richtig erklären, weil die Sachen sind mega. Ich muss sagen, in der Zeit hat sich auch unheimlich viel getan. Im technischen Sinne als auch ja, an den Produkten, die sind halt noch schöner, die Düfte noch besser. Wer übrigens gar nicht weiß, um was es hier geht, es geht um Düfte. Raumdüfte hauptsächlich, aber auch teilweise Textilien. Mittlerweile gibt es auch Sachen zum Putzen. Es gibt Handcreme, es gibt Handseife, es gibt alle möglichen Sachen. Wirklich ein riesengroßer, ja, also wirklich riesengroß mittlerweile. Und ja, ich habe mal geshoppt und wollte euch mal zeigen, was ich bestellt habe. Das Ganze sind jetzt hier zwei Bestellungen, beziehungsweise fangen wir auch mal direkt mit dem hier an, denn diesen habe ich tatsächlich privat bestellt, obwohl es totaler Quatsch war, weil er am Ende genauso viel gekostet hat. Aber naja, ja, was ist das? Das ist übrigens die Firma, um die es geht. Ja, sagen wir mal so, ich bin Beraterin, aber nur für den Eigenbedarf. Ne? Also das geht halt auch. Deswegen, aber ich zeige euch das einfach mal. Und zwar das Gerät, weil der Karton, der ist leer. Das ist das Gerät. Das sieht total, ja, unspektakulär aus. Kommt hier mit so einem USB-Kabel. Das ist ja natürlich das USB-Kabel zu kurz, sonst würde ich euch das mal direkt zeigen, wie das funktioniert. Ich bekomme auch noch einen großen, der kommt heute. Aber naja, wer weiß wann. Ja, und ganz einfach, da geht es nämlich auch direkt mal. Ich mache direkt mal weiter, dass ich das erklären kann. Und zwar sind das hier die Sensi Pods. Na, also hier steht jetzt der Duft. Und ja, das ist ein. Also man erkennt an den Farben, wie intensiv so ein Duft ist. Der ist jetzt sehr intensiv. Um euch mal. Ah, hier, Moment. Ich habe hier in der Richtung den hier. Ist aber, seht ihr an der Farbe, ne? Der ist halt wirklich intensiv und der ist zart. Ein ganz zarter Duft. Und hier ganz einfach. Da sind zwei Dinger drin, also zwei Pots. Einfach einen raus, der wird hier reingemacht und dann einfach das Kabel in, ja, man kann eine Steckdose nehmen. Es gibt mittlerweile auch Steckdosen mit USB-Anschluss im Auto, am PC, mit einer Powerbank, wie man das gerne möchte. Und das riecht auch sofort. Also ich rieche jetzt auch sofort den Duft hier. Der ist. Wie gesagt, der hier ist ziemlich intensiv. Das riecht man halt auch sofort. Und ich finde den total klasse. Ich habe mir den jetzt noch viermal, glaube ich, bestellt. Ich finde den einfach mega. Mein Freund ist bald durchgedreht. Der hat mich gefragt, was das für ein Gestank ist. Aber Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Und ich erwähne das dann auch nochmal. Der musste nämlich auch alles durchschnüffeln. Und ja. Also, wie gesagt. Geschmäcker sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde es mega, er findet es ganz furchtbar. Ja, gut, so ist das halt. Ne? So, dann machen wir mit den Pots mal weiter. Da habe ich noch Arctic Kiss. Das ist ein sehr frischer Duft. Also nicht wundern, ich düftel jetzt immer mal hinter der Kamera, um euch auch zu sagen, was das eigentlich ist. Also der riecht unheimlich frisch. Die Namen könnt ihr auch einfach suchen. Also online natürlich. Und da findet ihr dann auch eine Beschreibung. Das ist halt wirklich eine Arctic Kiss. Das sagt halt schon einfach so ein richtig frischer Duft. So, dann kommen wir hier zu Silver Bells.
Der ist nochmal wesentlich frischer und kälter. Und das sieht man jetzt hier auch an den Farben. Dieses Silber, das hat halt jetzt so keinen... Wie soll ich denn das sagen? Das ist halt wirklich einfach nur so, wie wenn man draußen im Schnee läuft. So richtig kalt riecht das. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ja, halt auch super frisch, ne? So, dann habe ich noch Pink Cotton. Das ist ja, frische Wäsche mit ein bisschen Beere. Ne? So angehaucht. Ganz einfach erklärt. Auch ein ziemlich heller, leichter Duft, wie man auch am Etikett erkennen kann. So, das sind schon die Pots. Da bekomme ich auch noch mal welche. Wie gesagt, ich habe jetzt noch so ein Scentsy Go bestellt. Da passen nämlich immer zwei rein. Einer, also je nachdem, wie intensiv man da das dann möchte, kann man ein oder zwei reintun. Hier geht natürlich nur einer rein. Und einer ist 120 Stunden ungefähr. Ne? Also das ist auch ordentlich, gerade wenn ihr das ins Auto tut. Die halten ewig. Sind relativ teuer, aber halten halt auch lange. Und halten halt auch wirklich frisch. Und ihr macht das Ding an und dann riecht das sofort. Was gibt es dann noch dazu zu sagen? Ja, ich habe halt noch andere bestellt. Das ist... ist aber noch nicht da. Macht aber nichts. Das schieben wir mal nach hinten. So, dann hatte ich mir diese Travel Twist. Das sind Reise. Da steht das hier irgendwo? Duftspender. Ja, das sind so Reise. Düfte. Oh, das ist bestimmt das auch noch hier, was schon. Ja, das geht einfacher. Das hatte ich schon offen. Da steht dann auch immer drauf. Ja, richtig rum natürlich. Swirling Snowflakes. Das ist jetzt auch einfach so ein frischer Duft und den kann man so aufdrehen. Ne? Je nach Intensität, wie man das möchte. Jetzt nur ganz leicht, macht man das nur so ein bisschen auf. Und das ist, der ist zum Beispiel super für Sporttaschen. Ist auch ein sehr. Das habe ich euch gar nicht geschnüffelt. Ist ein sehr schöner, frischer, herrlicher Duft. Der ist... Och, das... Okay, auf geht's. So, also wirklich ein super angenehmer Duft. Also perfekt für eine Sporttasche oder sowas. Der ist richtig schön. Den gibt es aber so, glaube ich, nicht mehr. Den gibt es auch hier nur noch in der Schatzkammer. Der ist im Ausverkauf. Ich habe mir da jetzt auch noch mal welche bestellt, weil die sind echt richtig cool. Und wenn man die einfach in die Handtasche tut und wenn man irgendwo hingeht und, keine Ahnung, man kennt das, man sitzt irgendwo und irgendwas müffelt. Und dann macht man das einfach ein bisschen auf und hat einfach einen angenehmen Duft. Ja, so. Also mein Tisch reicht hier, glaube ich, auch nicht. So, dann, ich mache erstmal die eine Bestellung fertig, ne, die heute kam. Habe ich hier noch ein bisschen verteilt, deswegen machen wir erstmal die eine. Und zwar habe ich mir einmal aus dem aus der Schatzkammer auch diese. Achso, es sind übrigens nicht mehr alle Düfte vorhanden. Ne? Ihr müsst da gucken, das Sortiment hat gewechselt. Der Versand dauert relativ lang, weil es aus den Niederlanden kommt. Und deswegen ist das jetzt erst da. Und ich hatte das noch im Februar bestellt. Ne? Happy Holidays. Ein sehr intensiver Duft, wie man an der Farbe schon erkennen kann. Das ist ein Weihnachtsduft. Hoppala. Und mir persönlich ein bisschen zu intensiv. Er riecht gut. Er riecht wirklich gut. Aber der wäre mir zu intensiv. Da müsste ich wahrscheinlich nur so ein Streifchen abschneiden. Dann ist der wahrscheinlich toll. Aber der geht direkt wieder. Und ja, ich habe mal dran gerochen und dann ist das okay. Aber der wird wieder rausgehen. Dann, eben schon mal kurz gesehen, das Lights Out. Das war jetzt auch letzte Chance. Da habe ich einen verwendet im Bad. Der soll ja auch beim Einschlafen so ein bisschen helfen. Mir fürs Schlafzimmer aber immer noch zu intensiv. Obwohl er hier eigentlich schon dezent ist, aber...
Mein Freund hat dran gerochen, der fand ihn auch wirklich gut, aber in der Lampe, naja, also der wird auch wieder gehen. Auch gleich beide. Gut, muss man halt ausprobieren, aber die wird man auch wieder gut los. Also keine Sorge. So, dann machen wir mal mit denen, wo ich gleich zwei genommen habe, weiter. Und zwar Bonfire Beach. Auch gleich zwei. Das ist auch so ein. Ich habe euch gar nicht gesagt, wie der Duft hier ist, ne? Wow. Also, der hier ist ja ein leichter, bisschen fruchtig, aber wirklich nur ganz leicht und zart. Aber ja, ist halt einfach nicht so. So, Bonfire Beach haben wir gerade in der Küche drin. Ja, das ist so ein bisschen Strandfeeling, ne? Also, wie das mit dem Beach schon sagt. Wie gesagt, wenn ihr die genauen Duftrichtungen wissen wollt, einfach mal suchen. Das findet ihr ganz einfach. Ja, riecht schön frisch, was auch die Farbe, also die Farbrichtung zeigt. Dieses Blau, Türkis, Silber, das ist halt alles so frisch. Hier leicht ins Grüne rein, also ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Wald sozusagen. Ja, aber doch, der riecht sehr, sehr angenehm. Der bleibt natürlich auch. Dann habe ich noch zweimal genommen den Marshmallow Mint Cocoa. Oh mein Gott, der riecht so lecker. Ach, der riecht wie diese rosa-weißen Schokolinsen. Die haben so einen Pfefferminzgeschmack und so. Bisschen dezenter, aber so riechen die richtig lecker. Und da wusste ich auch, ich mag Minze und ach, das ist absolut meins. Deswegen musste der mit und dann kommen wir auch direkt zu dem hier Minty Mocktail. Der ist aus dem Programm raus, aber auch gerade in der Lampe. Den habe ich an Arbeit. Und der riecht. Auch da könnte ich direkt reinbeißen. Das ist echt, oh, wenn ihr das riechen könntet. Das ist das Ganze hier in krasser. Wie man an der. Ja, ist auch wieder dunkler. Oh, so lecker. Echt. Ich könnte echt direkt reinbeißen. Ich habe das aufgemacht, dran gerochen, sofort in die Lampe geschmissen. Also, ich konnte mich gar nicht halten. So, dann haben wir hier nochmal als Bar den Arctic Kiss. Den hatten wir ja hier schon mal als Pots. Achso, ich habe den Unterschied gar nicht erklärt. Das ist das Wachs kommt in die Duftlampen. Ich bezahle keine hier, weil die sind alle im Betrieb. Die kann ich jetzt nicht einfach mal so umherzerren. Oh, das ist Wachs und da ist Duftöl drin. Deswegen halten die auch lange. Man sagt so ungefähr ein Bar 120 Stunden. Auch blaues. Der will nicht. Ja, blau einfach ein frischer Duft. Also der ist einfach angenehm. Geht immer. Dann habe ich auch den Silver Bells. Den hatten wir auch schon als Pott. Den haben wir hier auch nochmal als Wachs. Ja, auch ganz frisch mit ja, kalter Duft. So. Ich weiß gar nicht richtig, wie man es erklären soll. Dann habe ich noch den Cozy Cardigan. Das ist so ein richtiger weicher, wolliger, ja, wie so eine ganze, wie gesagt, das ist so schwer, das zu beschreiben, so richtig wollig, wie so ein Pullover halt einfach gut frisch aus der Waschmaschine riecht. So riecht das. Also wirklich zart und angenehm. Und dann habe ich noch Magnolia Line. Da fehlen sogar schon zwei. Der ist auch super frisch und hat halt so ein bisschen diesen Magnolienduft, aber hauptsächlich frisch.
Das war... Ach nee, einen habe ich hier noch. Muss mal den Karton loswerden hier, sonst raschelt der die ganze Zeit weiter. Kashmir in Coral. Schon wieder die Kamera erwischt. Der ist... Der geht in Richtung wie dieser Cozy Cardigan, aber wesentlich intensiver. Auch sehr frisch. Ja, ein ganz kleines bisschen fruchtig, aber wirklich nur ganz, ganz leicht. Aber ein sehr angenehmer Duft. Dann kommen wir auch direkt zu der zweiten Bestellung. Da habe ich mir nämlich von dem Cozy Cardigan, weil der doch so angenehm geduftet hat, habe ich mir den Carbar bestellt. Das ist fürs Auto. Ne, der hat hier so ein Band, so ein, naja, hier oben sieht nicht so schön, so ein langes mit Gummi, das kann man dann schön dran machen. Ja, riecht auch ziemlich lange und lecker. Dann habe ich den Clean Breeze. Auch einfach ein frischer Duft. Also das ist Clean Breeze, ne? Das sagt sie eigentlich schon, das ist Wäscheduft. Einfach ein frischer Wäscheduft. Der war übrigens in der Whiffbox. Whiffbox habe ich mir noch schnell im Februar gesichert, denn die war echt cool. Ich mache das eventuell mal einzeln, dass wir das besser auseinanderhalten können. Weil da war ja noch mehr drin. Ich habe mir dann noch so den Harry Potter Wizarding World geholt. Auch bei dem weiß ich noch nicht so ganz. Also der gefällt mir. Ist aber aufgrund, wie man an der Farbe schon sieht, ziemlich kräftig. Aber er geht. Also der ist jetzt nicht übermäßig extrem Duft, sondern ist okay. Also ich kann ihn echt nicht beschreiben. Ich kann es nicht sagen. Dann Winterberry Apple Tea. Da habe ich tatsächlich noch Reste von vor was weiß ich wie vielen Jahren. Der kommt halt auch immer Weihnachten. Oder hoffentlich immer wieder. Der riecht einfach nach... Oh. Der riecht richtig wie eine Winterbeere. Da gibt es so Bonbons, die so richtig... erinnert mich tatsächlich ein bisschen an diese kleinen roten aus der Apotheke. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt Werbung dafür machen. Ja, so riecht das. Ist halt auch ziemlich intensiv, aber der riecht super lecker. Der auf jeden Fall gibt es den im Winter. Also ist nicht ein Weihnachtsduft, ist halt ein Winterduft. Ne? So, dann durfte noch mit ein Textilerfrischer, einmal im Pink Cotton und dazu die Washer Whiffs. Das ist, ich mach das mal auf. Das ist Salz für die Waschmaschine. Das kommt einfach in die Trommel. Kommt auch nicht viel rein, je nachdem wie intensiv man es möchte. Kann man auch, da gibt es auch Waschmittel dazu, aber das habe ich nicht, weil das gibt es nämlich auch nicht mehr. Das hatte ich mir noch schnell als Set gesichert. Ja, Pink Cotton ist halt wieder dieser frische Duft. Angenehmer, frischer Wäscheduft mit ein bisschen Beere. Ja, lecker einfach. Riecht lecker. So, die durften noch mit und... Moment. Das hatte ich nämlich hinter mich gestellt. Das Ganze auch noch in... Magnolia Leinen, wie man es auch immer ausspricht. Ne? Auch den Textilerfrischer und die Washer Whiffs. Die Washer Whiffs hatte ich früher schon. Mega. Die fand ich echt... Moment, ich muss mal das Licht ein bisschen ändern. Die fand ich echt richtig genial. Ob mir der Wäscheduft dieses Magnolia Leinen... Also der Bar, der haut mich total um. Ne? Den finde ich mega klasse. Ob mich aber das hier umhaut,
Ich weiß es noch nicht. Also hier ist doch in diesen Kristallen ist doch sehr viel Magnolie. Da fehlt so ein bisschen dieses Frische. Man könnte es jetzt aber ein bisschen kombinieren. Ich muss es tatsächlich mal ausprobieren und dann entscheiden, ob ich es behalte oder nicht. Weil das gibt es halt auch nicht mehr, ne? Beides. Und wenn, also ich werde den hier ausprobieren, der ist ja an sich eh offen, ne? Da ist ja keine Versiegelung oder sowas. Ich probiere es aus. Wenn es okay ist, werde ich dann auch den hier aufmachen und behalten. Bei dem Pink Cotton weiß ich, dass es gut riecht. Und so, dann kommen wir noch zur Riffbox. Gibt es jeden Monat. Tolle Sachen drin, gibt es immer schon mal den Duft für den nächsten Monat, also den Monatsduft. Und eine Sache, die es nicht im Shop gibt, aber kommen wird. Und ja, hier sind jetzt tatsächlich relativ, warte mal, ich glaube, zwei Sachen. Ich glaube, zwei Sachen. Ich bin jetzt nicht ganz auf dem Laufenden mit dem Katalog. Den habe ich nämlich noch nicht. Was nicht mehr im Shop zu bekommen ist. Dieses Mal ging es um Wäsche zum Lieben und genau deswegen habe ich es auch bestellt noch schnell. Denn ja, ich liebe das, wenn die Wäsche so richtig schön frisch riecht. Und da geht es halt wirklich um diesen, also alles so in die Richtung, ne? Außer der Duft für nächsten Monat, also der Märzduft sozusagen. Den Clean Breeze habe ich euch schon gezeigt. Dann war noch drinne der Cotton Candy Tails. Das ist der neue Duft für März. Bei dem weiß ich noch nicht, ob ich den mag. Er geht ein bisschen in die Bäckerei. Das ist nicht ganz so meins, muss ich zugeben. Ich mag halt mehr so diese frischen oder Pfefferminze oder wenn dann halt so diese dezenten, ne? Aber irgendwie doch immer frisch eigentlich. Ja, da immer gucken. Dann war drinne der Vanilla Bean Buttercream Scent Circle. Weiß ich nicht, wie der riecht. Werde ich aber zulassen, weil Buttercream. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihn aufmache. Denn ich weiß auch ehrlich gesagt, also den kann man ins Auto ebenfalls hängen. Hier ist auch so ein Gummiband. Kann man auch in den Schrank hängen. Ich weiß nicht, ob das so meins ist. Na, auf ist es auf, ne? Dann machen wir erst mit dem Kleinen hier noch weiter. Dann ist von Pink Cotton ein Scentpack. Auch der ist perfekt, um den in den Schrank zu hängen. Oder ich habe momentan einen bei der Unterwäsche mit drin liegen. Oh, das riecht alles so gut, wenn man das rausholt. Ja, die sind halt wirklich perfekt für den Schrank. Sind relativ, also die sind eher leichter, die sind doch intensiver. Das ist ganz interessant gemacht. Das ist hinten, da sieht man hier diese ganzen Kristalle. Das ist wie bei den Pots, da sind auch diese Bällchen, Kristalle oder wie auch immer drin. Und Pink Cotton, der bleibt auf jeden Fall. Dann ein absolut gehyptes. Was es jetzt erst gibt im Shop, und zwar ist es das Raumspray Clothesline. Ob es Clothesline gibt, weiß ich gar nicht. Oh. Ja, Clothesline ist genau meins. Also ihr seht hier auch nichts von Clothesline, liegt daran, ich habe alles in Clothesline. Deswegen brauchte ich da jetzt nichts weiter. Da habe ich überall noch was. Und ja, das riecht einfach toll. Das ist purer Wäscheduft. Frisch gewaschen, lecker. Ich glaube, der wird auch niemals aus dem Shop rausgehen. Das ist einer der beliebtesten Düfte. Der geht immer. Und ja, der wurde total gehypt hier. Boah, ich meine, ich weiß jetzt nicht so richtig, wofür ich den nehmen soll, weil ich habe ja überall schon meine Duftlampen. Ja, keine Ahnung. Also riecht toll. Kann man auch mitnehmen. Vielleicht für die Tasche, für unterwegs. Ja, keine Ahnung. Übelst gehypt. Ich weiß nicht warum. So, dann haben wir noch einen. Wie soll es auch anders sein? Ein Washer Whiffs in Windows Will Breeze.
Das ist von denen jetzt tatsächlich mein Liebling. Der ist wirklich einfach frisch. Als wenn die Klamotten so eine Nacht im Regen gehangen haben und dann trocknen, dann riecht die auch wesentlich frischer. Ja, also der ist einfach frisch. Wer frisch haben will, nimmt am besten das hier. Oder halt Clothesline, aber das gibt es, glaube ich, momentan als diese Variante nicht. So, und dann haben wir noch auch, also das war jetzt wirklich in der Box drinne, den frische, dein Textilerfrischer, so rum, Fiji Flower. Den gibt es jetzt leider auch nicht mehr, der ist auch rausgegangen. Der Duft kommt aber eventuell wieder. Ich glaube, das hoffen viele. Ich habe auch schon das Ding dran gemacht. Wie ihr gesehen habt, die anderen waren alle noch zu. Ein schöner Blumenduft. Also das ist wirklich richtig blumig. Das sieht man eigentlich auch hier an dem Ganzen außenrum. Blumig, aber nicht übertrieben. Also dafür, dass das so bunt und ja, so viel Farbe ist, ist der wirklich nicht übertrieben. Ich finde den, der riecht richtig angenehm. Auch frisch, aber halt blumig. Was jetzt dieses Windowsill Breeze halt nicht hat. Kein Frucht, kein nix. Einfach frisch und der ist halt frisch mit ja, Blümchen. Angenehme Blümchen. Nicht übertriebene Blümchen. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, war's das. Ja, das war's tatsächlich und ich denke, es reicht auch. Vielleicht mache ich das auch öfter. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt es einfach unten rein oder schreibt mir direkt. Das ist auch kein Problem. Dann zeige ich euch das einfach mal öfters. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.